Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Nächste Woche ist WrestleMania. Die heiße Phase ist gestartet, die WWE ist ready und haben für uns und für euch auch die letzte SmackDown-Ausgabe produziert, die wir uns angeguckt haben. Es war die letzte Ausgabe vor der letzten SmackDown-Ausgabe vor WrestleMania 40. Wunderbar, stand eine Menge auf dem Spiel. Wer qualifiziert sich für die Tag-Team-Six-Pack-Challenge bei WrestleMania? Wie wird AJ Styles auf die Zuhause-Attacke von LA Knight reagieren? Wie läuft die erste Ausgabe von SmackDowns neuester Unterschreiberin Jade Cargill? Wie viel Mexiko und wie viel England bekommen wir heute und wie gemein ist Karrion Kross wirklich? All das möchten wir jetzt besprechen in der großen Spotify SmackDown Review für den 29. März 2024. Ich begrüße mit einem dreifach kräftigen Tag auch meinen Partner für die kommende ungefähre Stunde. Tag auch, musterschmelzig. Hallo Marcel, freut mich hier am Start zu sein und gut siehst du aus, gut siehst du aus, so glatt rasiert. Ich sehe es ja zum ersten Mal seit unserem Stream, ihr könnt gerne die Highlights auf unserem Kanal abchecken. Gut siehst du aus, steht dir, ich freue mich heute mit dir am Start zu sein. Du hast die Raw Review nicht geguckt oder was? Ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört, aber nicht geguckt. Ich bin ja einer der fleißigen Patrons. Ich hoffe, das seid ihr alle auch. Da habe ich nämlich die Raw-Review gehört. Jetzt haben wir einmal alles geplackt, was wir so zu plagen haben. Das ist so eine gute Sache. Ach komm, bring mir mein Shirt noch rein, wenn ihr ein schönes Shirt wollt. Geht auf unseren Shop und kauft euch das Musterschmelzig-Shirt oder das Weber-Shirt. So, jetzt haben wir einmal die ganze Liste abgehakt. Würde ich sagen, gehen wir rein ins SmackDown, oder? Nein, ich habe vertraglich festgelegte 5 Minuten. Aber ich habe mir mal heute gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Anmoderation. Ich rede tatsächlich mal über die Show und mache Hype auf diese SmackDown-Review, habe ich mir mal gedacht. Mache ich ja sonst nicht. Das war jetzt von mir aus und so. Ich hoffe, es hat gefallen, weil mehr kann ich dann auch nicht. Wenn ihr euch fragt, was heißt denn Patreon? Ihr könnt Kanalmitglieder werden, auch auf YouTube. Und patreon.com/spotfight-irgendwas geht ihr hin und dann gebt ihr uns Geld, weil das ist immer richtig gut für uns. Und dann werden wir auch reich und alles. Das könnt ihr machen. Ihr könnt aber vor allem auch jetzt Daumen nach oben geben, weil das wäre ziemlich nett. Und ihr könnt diesen Kanal abonnieren, Glocke könnt ihr machen. Bei Spotify 5 Sterne mindestens und alles und Kommentare schreiben. Ihr kennt das, das ist wunderbar. Jetzt haben wir alles geplagt. Nein, natürlich immer noch nicht. Weil wir müssen ja noch hier den Kanal promoten und so. Ne? Ich muss noch sagen, nächste Woche Watch Party bei Peer. Du wirst dann auch kommen. Das wird toll. Ich weiß noch nicht. Also wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe keinen Bock auf Peer. Das ist nächsten Samstag und Sonntag. Da wird Hook übergeben. Und da gibt es auch Infos zum Community-Treffen in Berlin. Ne? Am 31.8. Das wird toll. Da könnt ihr dann erfahren, wie ihr Ticket kauft und alles. Und dann haben wir unseren Spotify-Stream-Highlight-Kanal. Jetzt weiß ich endlich, wie der heißt. Ne? Da könnt ihr alles gucken. Du hast doch auch irgendwas gemacht wieder. Ne? War wieder groß Twitch am Start oder was? Ja, ich war auch am Start. Denn letzte Woche, war es Sonntag, Montag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da haben wir Tierlisten live auf Twitch gemacht. Und davon gibt es jetzt die Highlight auf dem Spotify-Highlight-Kanal. Diesmal hatten wir die Tierlist für die WrestleMania-Logos. Da haben wir alle WrestleMania-Logos von 1 bis 39 geratet, nee, sogar bis 40. Und checkt das gerne aus. Zu Gast war der gute Slivo. Das war eine gute Liste. Also ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Checkt das aus und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr vielleicht eine ganz andere Rangliste hattet. Ah, Logos. Ja, das ist ja... Können wir ja mal machen. Nee, also das ist gut. Also Twitch ist Spotify, twitch.tv/irgendwas.de. Nee, ich sag doch mal richtig. twitch.tv/spotfight.de. So heißt der Twitch-Kanal, da machen wir jede Menge. Da gibt's nächste Woche auch ein Fantasy-Booking. Es wird wieder Fantasy gebookt, das wird auch lustig werden. Wir machen nächste Woche natürlich mit Sebastian Hackel eine Preview für WrestleMania, in welcher Form auch immer. Das wird alles toll werden. Das ist dann aber nur für unsere zahlenden Zuschauer, Hörerinnen und Hörer und so, weil das ist wichtiger und so. Und eins möchte ich noch sagen, ich muss noch mal Danke sagen, weil es ist tatsächlich so, ich kann es offiziell verkünden, diese letzte Raw Review, die ich mit dem Virgil gemacht habe, die erste nach Ende der WrestleMania. Guckt euch das auch nochmal an, ne? Björn, ne? Danke an Björn, danke an The Rock und danke auch an euch, ist die meistgeklickte aller Zeiten, Weekly Review aller Zeiten bei Spotify. Also mehr Klicks hatten wir noch nie gehabt auf einer Weekly Review, deswegen Dankeschön und auf Wiedersehen. Das war's, mehr brauchen wir nicht zu erzählen. Nee, das war toll, das fand ich toll und ich hoffe, wir kriegen das mit SmackDown jetzt auch hin. Kriegen wir aber nicht, kann ich sagen, weil The Rock war nicht da und Björn war auch nicht dabei und Roman Reigns war auch nicht da und kaum einer war da. Und das ist jetzt mein Überleiter, deswegen, ich glaube, die Vertrag, die festgelegten 5 Minuten sind längst um, deswegen starten wir jetzt rein. SmackDown-Ausgabe, nächste Woche ist eine SmackDown-Ausgabe, da ist schon André angekündigt. André the Giant Battle Royale und so sage ich gleich dann noch was zu. Aber noch nicht als offizielles WrestleMania-SmackDown gebrandet. Also ist es das noch nicht, vielleicht wird es das werden. Aber heute ist noch eine normale SmackDown-Ausgabe und wir sind in der Mohegan Sun Arena. Das ist ja dieses Casino-Dingens, ne? Ich sage die Zeiten. 17.42 Uhr, Jimmy Uso, Solo Sikoa, Paul Heyman erreichen die Halle. 14.02 Uhr schon, Bianca Belair, top motiviert. 14.41 Uhr, Damage Control. Das waren so die Zeiten, die uns gezeigt wurden. Und es muss ja wichtig sein, sonst würde man die uns nicht zeigen. So, erstes Match.
Randy Orton ist da, Kevin Owens ist da. Das wird so ein klassischer Check der Koexistenz vor WrestleMania, weil da kämpfen die beiden ja zusammen, also eigentlich gegeneinander, gegen Logan Paul, US-Title steht auf der Card bei WrestleMania. Und jetzt müssen sie sich beweisen, ob sie auch zusammen harmonieren können, was sie gar nicht müssen, aber sie können es vielleicht gegen Pretty Deadly. Yes, Boys, angesagt, ne? Randy Orton muss taggen und taggen tut er auch. Das habe ich mir aufgeschrieben zu diesem Match. Kevin Owens ist jetzt im Ring. Draußen schmeißt Randy Orton alles vom Pult runter. Komplettes Chaos. Alles weg, alle Monitore, alles weg. Und dann Pretty Deadly ist kurz davor, durch den Tisch zu fliegen und dann im Ring. Logan Paul, er kommt unter dem Ring hervor. Zack, mit Schlagring. Kevin Owens, bam. Pretty Deadly staubt ab. Sehr interessant. Yes, boy. Die beiden gewinnen. Das fand ich ganz gut. Randy Orton ist voll sauer erstmal auf Kevin Owens. Und dachte, was bist du für eine Pfeife? Und dann sieht er aber, auf dem John sieht er, was gewesen ist. Und dann guckt er unterm Ring. Ja, wo ist der Logan Paul, der muss ja noch irgendwo sein, dann holt er ihn, das ist wunderbar, und dann holt er den da so raus, und dann soll der auch durchs Pult gehen, der Logan Paul, macht er aber nicht, weil Pretty Deadly, die retten den jetzt, das ist so eine kleine Kurzzeitallianz gewesen, ne, und dann kriegt Pretty Deadly noch, der eine kriegt einen Stunner, der andere kriegt einen AKO, alle haben irgendwie gewonnen, tolle Sache, Logan Paul geht jetzt stiften, auf Wiedersehen, Randy Orton und Kevin Owens, die verfolgen den so Backstage auch, und Logan Paul, wams, der düst einfach ab in seinem, keine Ahnung, Maverick Auto, wim, wim, wim. Der ist jetzt auf der Road to WrestleMania, auch ein geiles Bild, wie Randy Orton da hinterher guckt und er winkt nicht, aber er hätte winken können. Das war der Auftakt von SmackDown diese Woche, Chris. Ja, das war so ziemlich der Auftakt, den wir die letzten Wochen auch schon hatten. Also ziemlich basic, dieses Ding mit Kevin Owens und Randy Orton. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, dass die sich da so, dass die so eine Allianz bilden vor WrestleMania. Ich finde es besser, wenn wir da die Triple Threat Feder haben. Und ich finde das, was Logan Paul macht, immer noch großartig. Ich fand es gut, also, was er heute in den Shows gemacht hat. Batz, Schlagring hat den Sieg gekostet. So kannst du ein WrestleMania-Match aufbauen, dann düst er weg. Ja, kurz und knackig in den Shows gewesen, aber das reicht manchmal. So hat es mir in dieser Woche auch mit Logan Paul gereicht. Ja, und zum Match gibt es nicht viel zu sagen. Pretty Deadly gewinnt, das freut mich natürlich. Vorlage A und B. Wir müssen feiern, wenn jemand ein Match gewinnt und vor allem so ein großes Match. Also gegen Randy Orton und Kevin Owens kann man das mal machen. Und hast du das T-Shirt von Kevin Owens gesehen? Da waren so Pfeile und er sagt, Randy Orton ist cool und naja, Logan Paul ist ein Trottel. Ist schon ganz witzig, müsst ihr mal auschecken. Ja, ansonsten nehme ich aus dem Match nicht so viel mit. Ich glaube, dass nächste Woche dann so ein bisschen alles explodiert und dass dann alle drei gegenüberstehen und dass das dann unser Aufbau für die WrestleMania ist, oder? Ja, ja, das ist super Aufbau. Ja, den T-Shirt habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ich habe so auf die Yes-Boy geachtet, auf unsere Pretty Deadly-Jungs. Toll, toller Sieg für die. Kevin Owens und Randy Orton, ja, ich sag's ja, die müssen ja nicht zusammen harmonieren. Die sind ja eigentlich gegen den Logan Paul. Aber es wird so gezeigt, als ob es ein Handicap-Match wird, mehr oder weniger, dass die beide hassen und am Ende wird es dann wahrscheinlich Kabeleien geben. Wer darf ihn pinnen? Das ist die Story. Und ja, warum denn nicht? Ich brauche Kevin Owens nach wie vor nicht in dem Match. Also ich brauche Kevin Owens bei WrestleMania definitiv, aber in diesem Match weiß ich nicht, ob das so schlau war, weil ich hätte lieber Randy Orton gegen Logan Paul alleine gesehen. Und Pretty Deadly, du sagst, es ist ein großer Sieg. Also gegen Randy Orton speziell, aber auch gegen Kevin Owens musst du erstmal gewinnen. Und auch wenn das jetzt natürlich jetzt nicht kein fairer Sieg war, ist das trotzdem eine interessante Entscheidung, dass man nicht einfach sagt, ja komm, Owens pinnt am Ende trotzdem und dann kommt Logan Paul, sondern dass Pretty Deadly das gewinnt. Ich hoffe, das führt zu was. Ich hoffe, dass Pretty Deadly jetzt da to the moon oder so. Das finde ich gut. Meinst du nicht? Ich würde mich freuen, aber ich glaube es einfach nicht, weil, naja, man hätte das ja auch als so eine Art Qualifier für so ein ominöses Ladder-Match bei WrestleMania nehmen können, wo die dann auch nochmal so ein bisschen mit reinsliddern. Hat man nicht gemacht. Dazu kommen wir dann später mehr. Wir hatten heute natürlich wieder fantastische Qualifier-Matches, wo wir uns sehr darauf freuen. Ich würde mich freuen, wenn es in irgendeine Richtung geht, aber ich sehe einfach nicht, dass die direkt auf Tag-Titles oder so gehen und dann frage ich mich, wie viel Tiefe ist in der Tag-Division außerhalb der Titles aktuell? Nicht so viel und deswegen bin ich mal gespannt, was man mit Pretty Deadly vorhat, gerade nach WrestleMania. Ja, jetzt werden sie ja alle in ein Leather-Match geschickt und alle, die verlieren, werden dann andere The Giant machen und so. Das ist ja vielleicht gar nicht so die Story, aber naja, mit Logan Paul, das fand ich schon ganz amüsant. Auch dieses Bild, wo er da abdüst, will ich mit Tempo 370 oder so, haut er da ab und so, das war schön. Und Randy Orton guckt hinterher. Warum denn nicht? Kann man mal so machen, wenn Roman Reigns und The Rock nicht da sind und Cody auch nicht und Seth Rollins nicht und alle nicht da sind. Aber die anderen sind da. Zum Beispiel Io Sky. Wobei eigentlich ist sie nicht da, denn sie war nämlich am Anfang bei Damage Control, das habe ich vergessen zu sagen, nicht mit dabei, denn sie sitzt jetzt in so einem kleinen Kabuff. Also das ist ja, Nakamura hat ja die rote Suite und sie ist jetzt in der grünen, aber das war deutlich besser als Nakamura, kein Rauch und nichts, sondern sie sagt mit Untertiteln tatsächlich Inhalt. Also erstaunlich, ja. Sie sitzt da jetzt und sagt, Bailey hat Damage Control nur für ihr eigenes Ego erschaffen, damit sie selber wieder was reißen kann. Wir alle, wir waren nur Beiwerk und jetzt will die Bailey Mitleid haben und ihr glaubt ihr auch noch, ihr alten Heuchler. Ja, ich habe Bailey relevant gemacht und dann haben wir Bailey alle zusammen durchgezogen und damit ist jetzt aber Schluss und nach WrestleMania sehen wir die zum Glück nicht wieder. Das ist ein klarer Gameplan. Was ist da denn los? Okay, Untertitel geschenkt, aber sie sagt mal was. Sie sagt, was sie will, was sie denkt. Ich war überrascht, Chris, damit komme ich überhaupt nicht klar. Die soll da sitzen und einfach so ein Nakamura machen. Das kann ich nicht. Jetzt muss ich ihr Inhalt erzählen, Mensch.
Ja, ich fand das gar nicht schlecht. Endlich bringst du das Match mal ein bisschen sinnvoll vorwärts. Wir haben ja ganz viel gemeckert die letzten Wochen, da wäre mehr drin gewesen, aber ich finde, das war ganz stabil. Also das war nicht verkehrt, vor allem jetzt 2 Wochen vor WrestleMania. Wir haben ja auch noch nächste Woche, wo man das Match auch noch mal ein bisschen heißer machen kann, aber ich freue mich jetzt schon mehr auf dieses Bayley vs. Io Match als noch letzte Woche und das ist doch ein gutes Zeichen. Ja, vor allem, weil sie ja jetzt noch kommt. Also damit hört es ja nicht auf. Also sie sagt ihre Ziele und jetzt endlich wird gekloppt. Ich habe mich auch bei Raw gefreut, dass Rhea Ripley dann auch endlich mit Becky Lynch mal kloppen kann. Denn Bayley kommt jetzt rein und kloppt drauf. Zack, so muss das sein. Io schafft es gerade noch so, die Jacke auszuziehen. Das war ja wohl sehr wichtig. Und dann ist Prügelei. Und es gibt keinen offiziellen oder so, sondern nur das ganze Kamerateam. Man fährt jetzt so hoch, man sieht das ganze Setting. Da ist dann so ein Produzent und Tontechniker und so. Die greifen so ein bisschen ein. Man sieht auch, wie Bayley dieser so durchspielt, durch diesen Greenscreen durch oder so. Das war ganz cool. Es hätte wegen mir sogar noch ein bisschen länger sein können. Das war eigentlich so ein bisschen reingepresst. Jetzt mach das mal. Aber für den Moment, du sagst es, macht das mehr Bock auf dieses Match bei WrestleMania. Ja, also ich werde meine Meinung nicht groß ändern, dass das Match trotzdem hätte hotter sein können. Das haben wir die letzten Wochen ja auch besprochen. Ich finde, da wäre prinzipiell mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz versucht man es. Und ich finde, die beiden Frauen, die geben sich hier große Mühe, damit das Match doch nochmal ein bisschen heißer wird mit der wenigen TV-Zeit, die sie haben. Von daher ist das für mich für diese Woche echt okay gewesen. Und wie schon gesagt, ich freue mich mehr als letzte Woche. Und deswegen hat dieses SmackDown hat so ihren Zweck erfüllt, was dahin geht. Von daher gucken wir mal, was nächste Woche noch kommt. Ich glaube, da wird noch irgendwas Cooles kommen und dann wird das Match auch abliefern. Also rein wrestlerisch wird das bei WrestleMania ein Leckerbissen unter den Frauen sein. Und da können wir uns in jedem Fall drauf freuen, ob die Story jetzt perfekt war oder nicht. Das bleibt dann immerhin noch Geschmackssache. Ja. Ja, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt, das ist am Ende wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil WrestleMania 40 gucken die Leute eh nicht, das Ding ist ausverkauft, die Leute werden es kaufen ohne Ende und die Matches bleiben in Erinnerung, die Nacht bleibt in Erinnerung. Wenn ich das Network jetzt gucke, ich gucke jetzt seit Wochen am Wochenende immer noch, alte WrestleManias laufen immer nebenbei, dann gucke ich immer nur die WrestleManias und ich habe keine Ahnung, was vorher in den Shows war und dann müssen wir es auch nicht überbewerten. Und für den Moment war das in Ordnung. Bisschen viel gekloppt. Ich glaube, man hat es einfach in jeder Fehde gemacht, komm, wir kloppen uns heute nochmal ein bisschen, das wird schon funktionieren. Das ist mir aufgefallen. Aber jetzt kommt ein Highlight. Jetzt kommt nämlich gleich Jade Cargill rein. Oh, richtig gut. Nick Aldis, der ist jetzt im Ring, der hat eine Mappe dabei. Aktuell braucht jeder eine Mappe in der WWE, vor allem bei NXT. Also da werden da teilweise Mappen erfunden, die gibt's ja gar nicht. Ne? Hier ist die Nummer 1 Show im Wrestling, sagt Nick Aldis. Ne? Also da spielt er schon mal ein bisschen auf Raw und Adam Pearce an. Ne? Und die Verpflichtung von Jade Cargill, die bringt uns noch weiter voran. Und hier ist sie. Naja, und dann ist halt die Lizenz zum Gelddrucken kommt dann. Ne? Also Jade Cargill, super Entrance, sieht super aus. Ja, das ist frisch gedrucktes Geld, habe ich mir aufgeschrieben. Das unterschreibt jetzt den Vertrag auch. Wusste gar nicht, hat die noch gar nicht gemacht. Ne? Jetzt hat sie unterschrieben und jetzt ist sie offiziell bei SmackDown. Sagt, es wurde aber auch Zeit, endlich. Ja, wir haben hier bei SmackDown das beste Frauenwrestler der Welt, aber die alle sind nicht Jade Cargill. Der Sturm ist angekommen. Relativ kurze Promo, auch wie vorher. Hätte ich gedacht, ein bisschen mehr Zeit könnte man ihr geben. Aber man will sie wahrscheinlich heiß halten. Man will jetzt nicht, dass sie die Leute langweilt mit irgendeinem Kram, die sind erzählt und auch kein Eingreifen, nicht, sondern hier ist Jade Cargill, nehmt euch die 2 Minuten, mehr kriegt ihr nicht. Wunderbar, ich hab's toll gefunden. Ja, für mich persönlich nicht die charismatischste Promo bisher. Ich finde, da ist noch Luft nach oben, aber grundsätzlich ist schön, sie in den Shows zu sehen. Und wer weiß, vielleicht macht sie in Richtung WrestleMania auch noch was. Es bleibt also spannend. Ich finde, eine Sache, die muss man schon festhalten, sie wirkt größer als manch andere Frau, die vielleicht in anderen Ligen die letzte Zeit debütiert ist. Ich finde, sie wirkt wie ein Star, sie wirkt groß, die Fans haben sie aufgenommen und das muss man festhalten. Und eine Sache noch. Ja. Ich glaube, dass die Road nach WrestleMania großartig wird. Wir haben eine Tiffy, wir haben eine Jade Cargill, wir haben einen Rob Breaker, SmackDown ist packed und ich glaube, dass SmackDown nach WrestleMania einen richtig, richtig guten Run haben wird, auch mit dem Blick darauf, wenn Roman Reigns länger raus ist, wenn The Rock wieder ein bisschen raus sein wird, glaube ich, dass SmackDown einen guten Grundstein gelegt hat, um auch nach WrestleMania heiß zu bleiben. Das finde ich cool und deswegen freue ich mich auf Jade. Ja, das wird gut werden. Ich weiß gar nicht, auf wen du da anspielst. Ich schreibe in die Kommentare, wenn ihr wisst, wen Chris da meint. Nächste Woche übrigens auch Dynamite Review wieder ganz groß. Jetzt ist Image Control erstmal dabei. Ein Interview machen die jetzt zu dritt. Was hat Jade Cargill eigentlich heute gemacht, außer rumstehen? Und Dakota Kai, die macht jetzt erstmal Bianca Belair platt, denn heute Main Event. Richtig stark wird das. Also hier erfahrt ihr es zuerst. Main Event ist Bianca Belair gegen Dakota Kai. Da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt ist Backstage Nick Aldis. Der geht jetzt zurück. Ne? Groß, alles erreicht. Toller Typ. Und jetzt trifft er auf 2 gestandene Hexen. Also Hexinnen, Hexen. Isla Dawn, die hat jetzt viele Ideen für diese Unholy Union. Neues Licht, neue Musik, will sie alles machen. Alba Fire schiebt die weg, ganz komisch. Hat da etwa jemand geschnallt, dass die Hexen nicht funktionieren bei SmackDown? Ja, wenn die einfach mal irgendwelche Gürtel verhexen und dann alle paar Wochen mal irgendwas tun, werden wir gleich mal sehen. Denn es kann natürlich sein, dass die Hexen jetzt neu gebrandet werden und dann mega spannend werden. Nick Aldis geht weiter. Wer steht jetzt da? AJ Styles, woo!
Hast du jetzt eigentlich dafür gesorgt, dass der LA Knight heute nicht da ist? Ja, hat er gemacht. Also Nick Aldis hatte nichts Besseres zu tun, als einen seiner Topstars zu sagen, komm bitte nicht. Ja, er hat ihn angerufen, deswegen wird er wahrscheinlich auch heute nicht da sein. Alles ist toll und das war der Arbeitstag für Nick Aldis. Ja, so funktioniert WrestleMania-Aufbau. Nick Aldis hat es verstanden, einfach mal die Stars, die auf der WrestleMania-Card sind, einfach nicht zu SmackDown lassen. Hast du gut gemacht, Nick Aldis. Mal gucken, ob der gute Mann wirklich nicht da war. Ich glaube, vielleicht hat er sich das mit Styles nicht nehmen lassen. Vielleicht, vielleicht. Aber ja, grundsätzlich Standard-Promo. Für mich wird das Match auch nicht mehr so heiß, da können wir später vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ja, für den Moment dachte ich mir, gut, dann ist der LA Knight halt nicht da, wen juckt's? Ja, und hat sich's jetzt ausgehext? War das jetzt das Ende der Hexen? Oh, ich hoffe nicht. Ich habe mich erstmal gefreut, dass sie überhaupt 2-3 Minuten TV-Zeit bekommen haben, aber so viel wird die WWE, glaube ich, mit denen nicht mehr machen. Ja, aber wir werden es sehen. Also irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Hexen sonst so tun. Wrestlen wahrscheinlich. Rumhexen. So, jetzt. Hex, ja, mit Kartoffelbrei. Champagner, der steht jetzt schon bereit. Also von Kartoffelbrei zu Champagner. Es steht sogar eiserner Champagner. Also auf Eis gelegter Champagner ist da, denn Bobby Lashley motiviert jetzt seine Street Profits, denn jetzt geht es um alles. Und die gehen jetzt zum Ring. Street Profits gegen Austin Theory und Grayson Waller ist angekündigt. Aha, es ist ein Qualifier. Ja, SmackDown muss heute festlegen. Die drei bei Raw, die drei Teams für diese Six-Pack-Challenge, wurden ja alle schon fertig gemacht von Damian Priest und so. Ne? Die haben ja richtigen Plan gehabt und alles kaputt. Und jetzt bei SmackDown, da ist Judgment Day auch da. Judgment Day guckt jetzt tatsächlich aus dem Clubhouse zu. Ich weiß nicht, ob dieses Clubhouse vor Ort war oder ob die noch bei Raw geblieben sind. Das wäre ja praktischer gewesen, wenn die es eh nur am TV gucken wollen. Weiß ich nicht. Es gibt übrigens so eine geile Kommentatorenkamera während des Matches. Also da fliegt einer drüber, ich glaube Waller oder so. Und dann sieht man die Kommentatoren, wie sie so wegspringen, aber so aus dieser Vorspielperspektive über den Tisch. Das sah ganz lustig aus. Ne? Highspeed-Match hin und her. Sucht euch aus. Und auf einmal während des Matches geht der Tron an. Und jetzt sieht man Bobby Lashley am Boden liegen. Und man sieht B-Fab am Boden liegen. Nicht das, was ihr denkt. Denn ein Mann-Frau-Duo trinkt jetzt den Champagner aus, der eigentlich gar nicht für die bestimmt war. Das war voll unfair. Karrion Kross und Scarlett, sie haben eine Botschaft gesetzt. Die Party ist vorbei. Die Ärzte müssen auch kommen und retten. Angelo Dawkins, mein Blödihan des Tages. Angelo Dawkins rennt aus diesem Match weg. Er möchte jetzt dringend retten. Und im Match selber wird dann der Pfort gepinnt, ärgerlich. Dann geht der Dawkins wieder zurück, kommt aber auch zu spät. Der kommt zweimal zu spät, der arme Mann. Und deswegen Austin Theory und Grayson Waller bei WrestleMania dabei. Mit einer Chance auf Tag Team Silver. Wie hat dir das gefallen, Chris? Ja, es geht so. Also ich kann vorwegnehmen... Was? Ich kann dir vorwegnehmen, der Dawkins, der ist auch mein Blödi an der Woche, ganz klar. Ja, ne? Dass er sich ablenken lässt, das ist ja das eine. Aber dass er rausrennt, wieder zurückkommt und sich dann wundert, warum die verloren haben, das ist einfach Blödian-Material. Deswegen wirklich der Blödian des Tages, definitiv. Ansonsten... Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ansonsten, wie hat es mir gefallen? Ja, mein Gott, das war Standard-Wrestling. Ich habe mich sehr gewundert, weil ich mir dachte, dass die Profits für ein Ladder-Match eigentlich besser geeignet sind. So ein Montes, der macht doch manchmal auch so ein bisschen Flippy-Shit und so. Das hätte da schon reingepasst. Ja, die Ablenkung, was soll ich dir dazu sagen? Ich mag das Final Testament nicht. Ich will es nicht sehen. Oh, mir hat das nicht gefallen. Und dann trinken die da den Champagner und am Ende rennen da alle rum und es ist so verwurstelt. Es hat keine gerade Linie. Ich habe dann auf X, dem ehemaligen Twitter, so eine Promo von Cross gesehen, die fand ich gar nicht so schlecht, aber die wird mir im TV nicht gezeigt. Was soll ich denn dann daraus machen? Also das ist dann auch schade. Für das, was wir hier im TV gesehen haben, oh, mich interessiert's nicht. Oh. Und am Ende des Tages, ob Waller und Theory in dem Match sind oder Street Profits, auch das interessiert mich nicht, weil irgendwie alle vier nicht so heiß sind. Ja, worauf läuft's hinaus? Ich glaube, dass wir das Final Testament tatsächlich dann bei WrestleMania sehen werden. Freust du dich drauf, Marcel? Ich hoffe, das machen die in der anderen Battle Royale irgendwie weg, dass Bobby Lashley verteidigen muss und dann kann er seinen Titel nicht verteidigen und so, ganz toll. Nee, ich hab's jetzt auch nicht so toll gefunden. Also Waller und Theory, Glückwunsch dazu und Street Profits, ja, da hat man jetzt halt so abgekühlt und ich weiß nicht, das war ja jetzt wieder der Bonzen-Carrier, ne, mit dem Champagner. Wir hatten ja den Carrion Cross, erstmal den düsteren und oh, ich mache alle mit Tarotkarten fertig. Und jetzt hast du dann aber auch den, der Tickets kauft, sich in die erste Reihe setzt und mit Wasserflaschen wirft. Und das war jetzt wieder so der Bonze, der dann Champagner trinkt. Das ist keine Struktur drin. Und das ist ja noch gar nicht zu Ende, denn diese profitablen Dingens, ne, die Street Profits, die sind jetzt noch im Ring, ne. Schlechte Nachrichten, die profitablen Bobbys, die kommen jetzt, da kommen jetzt, AOP kommen auch noch rein. Bam, im Ring, wird verperzt. Und Carrion Cross und Scarlett hinterher. Und Paul Ellering auch noch dabei. Es gibt einen Super Collider. Powerbomb, Bams. Lashley gibt nicht auf. Auch ein bisschen blöd, ne? Der schleppt sich zum Ring. Der wird auch nochmal verkloppt. Viele dumme Menschen heute unterwegs. Das waren nicht die letzten, kann ich sagen. Und diese braune Hose von Bobby Lashley,
oberkörperfrei. Nicht mit dieser braunen Hose, das ist überhaupt nicht gut. Also Angelo Dawkins, definitiv unser Blödian, den haben wir ja wochenlang Blödian gegeben, weil er das Falsche anhatte. Und heute war er blöd und Bobby Lashley war blöd und alle war blöd und Final Testament ist sowieso total blöd. Super, super Sache, ne? Ja, es gibt immer noch Leute, die das verteidigen. Ich kann es nicht verstehen, mich holt das leider nicht ab. Für mich ist das Final Testament an einem Punkt, schick die irgendwo hin, aber bitte nicht mehr zu SmackDown, weil das möchte ich jede Woche nicht sehen. Ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Also ich hoffe einfach, dass es kein WrestleMania-Match wird und wenn dann irgendwas in der Pre-Show, wo man nebenbei was isst oder so, dann läuft das halt im Hintergrund, mein Gott. Ja, und ansonsten Andre the Giant Memorial Battle Royal, da können wir ja dann später auch nochmal drüber quatschen. Geil. Ja, nee, das wird gut. Ich weiß nicht, wo wir den hinschicken sollen. Hat der vielleicht mexikanische Wurzeln? Kann das sein? Vielleicht ist irgendwie so ein Uropa oder so mal aus Tijuana gekommen, denn jetzt ist Mexiko-Action angesagt bei SmackDown. Die Legado der Wolfpacks, die sind dabei, sie schreiten zum Ring, denn Santos Escobar möchte sich bei Dom bedanken. Letzte Woche hat er ja eingegriffen gegen Rey Mysterio, WWE Hall of Famer Rey Mysterio. Deswegen hat Santos Escobar das große Grudge mit gewonnen. Der hat zwar nicht diese Fußamputation erreicht, ne, die er mal haben wollte, die spricht er sogar nochmal an, diesen Blödsinn, mit den Krankenhauskeimen, aber immerhin hat es geklappt für den Santos. Ein Anruf hat genügt und der Dom war da und jetzt kommt auch Dom, ne? Der schüttelt allen die Hand, Dominik Mysterio im Ring, wunderbar, kriegt auch ein Dankeschön, kriegt auch eine Entschuldigung. Ja, du hattest immer recht mit deinem Vater, ich hätte dir eher glauben sollen, Dominik selber kommt nicht zu Wort. Nein, die Crowd boot, das ist ja wunderbar. Jetzt kommt die LWO, die gute LWO rein, zu fünft. Fünf sind schon im Ring. 5 gegen 5. Eine Frau, 4 Männer. Jeweils ist denn schon wieder Survivor Series, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann kommt Rey Mysterio. Ich dachte, mit uns wäre das vorbei, Sohn. Aber jetzt kann ich euch beiden Respekt einprügeln. Wie wär's mit Santos und Dom gegen mich und einen Partner meiner Wahl? Take the match bei WrestleMania. Ja, und das war jetzt die große Überraschung. Wer könnte das denn sein? Dragon Lee! Ich hab's mir aufgeschrieben mit 5 Ausrufezeichen. Dragon Lee ist mit Rey Mysterio im Bunde gegen Santos und Dominik. Das ist jetzt ein offizielles Match bei WrestleMania. Kein Bad Bunny, ich hab's mir gewünscht. Nein, dann wird fleißig geprügelt. Das gehörte zu dieser SmackDown-Ausgabe dazu. Sehr lustig. Dominik möchte jetzt ein 619 an seinem Papi machen, aber während er ausholt, kommt Kalito und schmeißt ihn einfach übers Top-Rope auf alle anderen drauf. Das war ganz gut. Rey Mysterio springt nochmal drauf und dann ist auch Ruhe im Karton. Ein neues Match bei WrestleMania und keiner will es sehen, Chris. Also ich zumindest nicht. Willst du das sehen? Ich will's auch nicht sehen. Wir hatten die ganzen Wochen jetzt. Ganzen Wochen LWO gegen das LWO Wolfpack. Es reicht doch irgendwann. Und jetzt die nächste Konstellation und noch eine Konstellation. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass der Bad Bunny kommt. Das wäre groß, ja, für WrestleMania. Das wäre groß gewesen. Wenn ich Teil der LWO wäre, ich würde gegen Rey Mysterio turnen. Was ist das denn für eine Scheiße? Da steht ein Kalito, ein Cruz del Toro, ein Joaquin Wilde. Und wen nimmt er als Tag Team? Joaquin Wilde. Und wen nimmt er als Tag Team Partner? Den Dragon Lee, der die ganzen Wochen nichts gemacht hat, um diese Story voranzubringen. Yeah, neue Tag Team Partner, Dragon Lee. Dann kommt der da raus und der ist jetzt bei WrestleMania. Was ist das denn? Wenn ich ein Kalito wäre, ich wäre richtig pissed, da würde der ein oder andere Apfel durch den Ring gespuckt werden, ich sage dir. Auch eine Ich finde es einfach schade. Ich hätte lieber Dom gegen Rey gesehen. Ich weiß, das hatten wir letztes Jahr, aber das wäre für mich geiler gewesen, als Santos da noch mit reinzubringen. Aber naja, es braucht auch Matches, die so zum Pipi machen da sind, für so ein bisschen Pause und so, und da würde ich das einstufen. Also es ist einer der Matches, die bei mir auch nicht besonders heiß sind. Ich habe es ja schon angesprochen, ne? Wir hatten die letzten Wochen alle mögliche Konstellationen zwischen den Vieren, also zwischen Vieren im Ring, zwischen den 10 Leuten, die da irgendwie involviert sind. Ja, wird auch nicht mehr heißer, und ich hoffe, dass nach WrestleMania mal ein Cut ist und dass wir endlich mit diesem stereotypischen Mexikaner gegen Mexikaner, Engländer gegen Engländer, dass wir damit einfach mal wieder ein bisschen aufhören und ein bisschen auch da mischen und jeder darf mal gegen jeden, weil das, also daran habe ich mich sehr satt gesehen. Sehr, sehr satt. Ja, ich mich auch. Also du erkennst daran, dass es eine schlechte Überraschung war, wenn man die Überraschung nicht bei WrestleMania zeigt, weil die Leute dann enttäuscht wären, sondern dann jetzt eben Dragon Lee. Gut, mit Bad Bunny ist ja nur Spekulation. Vielleicht kann er nicht, vielleicht will er nicht. Das ist ja außen vor. Wenn sie nicht haben, haben sie nicht. Aber ich finde einfach so die Überraschung, ja, und hier ist Dragon Lee, der war für mich sowieso die ganze Zeit schon in der LWO drin. Ist das jetzt die Mega-Überraschung, dass der jetzt ein Mitglied ist, ein offizielles? Jetzt zieht er sich wahrscheinlich nächste Woche noch ein T-Shirt an und andere sind voll gehypt drauf. Mag ich nicht. Also dann lieber wirklich nochmal Ray gegen Dominik, Nummer 2 bei WrestleMania und dann ohne Zini Minis, aber hat mich jetzt nicht so gehuckt, tatsächlich. Ja.
Bianca Belair und Naomi umarmen sich jetzt. Backstage, in der Umkleidekabine sind die. Naomi möchte nämlich heute helfen, wenn es sein muss. Und dann sagt Bianca, danke, das ist ja auch ein ziemlich langer Kampf schon für mich. Jetzt sind wir zusammen. Jetzt muss das ja klappen. Also Damage Control, jetzt seid ihr aber wirklich fertig. Das hat jetzt wunderbar geklappt seit anderthalb Jahren und jetzt seid ihr dran. So. Und jetzt ist nämlich im Ring. Jetzt sind ja Angel und Berto sind noch im Ring. Die wurden ja gerade eben verkloppt von den Guten, ne? Das ist nicht nett. Das ist unfair, weil jetzt muss das Match nämlich schon starten gegen New Catch Republic. Es ist auch ein Qualifier-Match, ne? Außerdem, und jetzt das, Chris, das war jetzt der größte Schocker. Hast du das gemerkt so nebenbei? Du hast Mexikaner gegen Engländer. Die Büchse ist geöffnet. Endlich. Wir kriegen jetzt boom, Warfare. Endlich. Wow. Ja, ja, Mexikaner gegen Engländer. Das ist geil, ja. Aber es ist halt nur im Rahmen von so einem Tournament. Sonst würde das niemals zustande kommen. Ich sag's dir. Niemals. Das siehst du ja schon bei WrestleMania. Da hast du eh schon andere Pläne gehabt. Aber ja, wir hatten Engländer gegen Mexikaner. Es ist schon ein Step nach vorne. Das geht jetzt richtig. Das gibt jetzt Bürgerkrieg und alles. Also total. Vorher aber noch Judgment Day, ne? Weil die stehen jetzt im Ring, das ist noch gar nicht so wichtig. Keiner beim Judgment Day wusste, dass Dominik so einen Alleingang macht. Das ist nicht gut. Jetzt ist der für WrestleMania schon ausgebucht und die hatten ja ganz andere Pläne. Also auch Rhea Ripley fragt sich so ein bisschen, was war denn da los? Dominik kommt dann und entschuldigt sich. Ne? Der wollte euch doch bloß stolz machen und der wollte auch Business machen. Und jetzt musst du aber zum Facharzt für innere Prügelverletzung. JD McDonald, bitte komm doch mal mit. Wir gehen jetzt mal zum Arzt. Und dann Damien Priest und Rhea Ripley, die überlegen so ein bisschen, war das jetzt gut, war das schlecht? Da kriegst du jetzt weiterhin, ohne dass es mal irgendwas hat. Ne? WrestleMania ist jetzt viel zu wichtig. Deshalb habe ich ja auch meinen Koffer versteckt, sagt Damien Priest nicht. Aber er hätte es sagen können, denn der ist wieder nicht im Bild, was für ein Eincashen spricht. Ich freue mich drauf. Das war Judgment Day. Ich glaube, das war alles für Judgment Day für heute. Oder kommt da noch was? Ich weiß, ist mir auch egal, Chris. Nee, da kommt nichts mehr. Aber das war doch okay. Ich finde das, was Damien Priest gesagt hat, fand ich wieder interessant. Der spielt das ein bisschen weiter fort. Der hat dann gesagt, naja, bei WrestleMania... Das seit Monaten. Ja, aber bei WrestleMania, da geht's vielleicht nicht nur um Tag-Teams, sondern auch um uns als individuelle Wrestler. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ja, sonst war es ziemlich Standard, aber komm, wir loben das Kamerateam von der WWE. Ich wusste, dass ich es heute irgendwann machen will. Ich mach's jetzt einfach. Die ganzen Übergänge, das war smooth, das hat mir gefallen. Schon wieder ganz viele lange Cuts, also ohne Cuts, Kamerashots ohne Cuts. Dann bist du jetzt hier hingeswitcht zwischen mal Match, dann ein bisschen Judgment Day gezeigt und dann wieder smooth ins Match. Das war wieder großartig. Wenn ich die Wärmepumpe verteilen müsste an Nicht-Wrestler, dann wäre es heute wieder das Kamerateam der WWE. Nee, ich habe mir aber natürlich einen Wrestler rausgepickt und so fand ich das auch wieder cool, weil es einfach auch cool inszeniert war. Die standen da im Clubhouse und mal gespannt, was der Priest bei WrestleMania macht. Ich sehe den Cash noch nicht, aber ich finde es gut, dass man das wieder ein bisschen thematisiert und dass es nicht ganz, ganz außen vor ist, so wie es die ganzen Monate davor war. Der muss ja erstmal seinen Koffer wiederfinden, ne? Das kann ja sein. Es gibt auch im Fernsehen immer diese Kofferauktionen-Shows am Flughafen. Vielleicht hat er den einfach verloren und ist jetzt nächste Woche dabei und hofft, den wieder zu ersteigern irgendwie. Ja, das ist das eine. Das andere ist tatsächlich Kamerateam, Produktionsteam. Da hat sich deutlich was verbessert. Also die haben so viel ausprobiert und so viele tolle Sachen auch gemacht. Auch bei Raw, dieses Ding, wo sie Backstage gehen, was zeigen und wieder zum Ring gehen mit einem anderen Team. Wunderbar war das. Also das hat Spaß gemacht. Im Main Event haben wir auch wieder so einen Shot, wo einfach der Kameramann einmal während des Matches komplett um den Ring drum geht und man von der Seite dann wirklich Ego-Perspektive sieht, was da gerade abgeht. Also man probiert neue Sachen aus. Nicht alle sind gut, aber es ist zumindest Experimentierwille da und das finde ich auch richtig gut. Match geht jetzt los. Also England gegen böse Mexikaner. Der Judgment Day schaut wieder zu. Bei Raw, Teilnehmer zerhämmert, haben sie nicht. Das war der Plan, haben sie heute nicht gemacht. Und wer sich jetzt fragt, wer gewinnt, dem möchte ich es gerne mitteilen, denn dafür sind wir schließlich hier, England gewinnt. Chris, wie fandst du dieses Match? Der Birminghamer, der entscheidet, ja, wie fand ich das? Standard. Hat mir nicht so viel gegeben, es war halt Standard. New Catch Republic, ich finde die ja eigentlich ganz cool. Ich mochte die als British Strong Style. Ich finde, dass die coolen In-Ring-Stil haben, aber du erzählst mir halt nicht, wer das ist. Und das ist das Problem in der Tag-Division, was wir die letzten Wochen bei ganz vielen Tag-Teams haben. Und da habe ich so ein bisschen Problem mit. Weil jetzt hast du viele tolle Wrestler in diesem Ladder-Match, aber nicht so viele tolle Charakter. Und ich hätte es cool gefunden, wenn du ein paar Promos gebracht hättest. Erklär mir, wer da im Ring ist. Warum soll ich für die jubeln? Warum? Nur weil die gut wrestlen können, na, dann kann ich auch zu diesen anderen drei Buchstaben im Wrestling gehen und mir da Wrestling angucken, weil die können auch alle toll wrestlen. Ich finde, das macht die WWE aus. Charakter zu etablieren. Und da hoffe ich einfach, dass das nach WrestleMania wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil mir das dann jetzt doch ein bisschen dünn ist. Ja, also auch hier bin ich wieder ganz ehrlich. Ob jetzt England oder Mexiko gewonnen hätte, ist am Ende des Tages egal. Die werden eine ähnlich gute Performance im Ladder-Match abliefern. Und ich glaube, dass beide Seiten nicht so ein riesen Fanlager haben, als dass man jetzt groß darüber debattieren müsste, oh, jetzt ist LWO Wolfpack nicht drin oder oh, jetzt sind die Birminghamers da nicht drin. Das finde ich einfach schade. Ansonsten war das Match Standard. Absolute Standardkost ist eigentlich das, was wir die letzten Wochen von beiden Teams bei SmackDown schon gesehen haben und für mich nichts Herausstechendes.
Nee. Ich habe mir auch schwer getan, Match of the Night festzulegen, aber ich sind auch. Die Engländer da bei New Catch Republic, da kann man immer noch sagen, die hatten ja ihr Titelmatch jetzt gehabt beim letzten Premium Live Event. Deswegen kann man da vielleicht von ausgehen, dass die das gewinnen. Das macht ein bisschen mehr Spannung, während Angel und Berto sehr wahrscheinlich keine Tag Team Champions werden aktuell. Vielleicht deshalb, aber ansonsten war es nicht wichtig. Und diese Qualifier sind nicht wichtig. Du hast einfach Tag-Teams, die sind halt da und irgendwer wird's. Und dann hast du ein Tag-Team-Match für einen Gürtel, der kaum repräsentiert wird. Und ja, die Story ist halt nicht schön. Damian Priest, er zeigt seinen Koffer nicht. Und das ist ein sicheres Indiz dafür, dass man zumindest uns glauben machen will, dass dieser Koffer in Zukunft eingecatcht wird. Ich sehe es aber auch nicht bei WrestleMania. Ich sehe es, wenn dann bei Raw After Mania. Und dann haben wir einen großen Aufhänger. Und ich sehe aber weiterhin nicht, dass Damian Priest Champion wird. Und das ist ein bisschen ein Problem. Aber das führt viel zu weit, denn wir sind ja bei SmackDown. Nee, sind wir nicht, denn wir sind jetzt bei Raw. Die WWE lässt es sich natürlich nicht nehmen, nochmal The Rock und Cody Rhodes zu zeigen. Großer Rückblick, mit Mama Rhodes dabei gewesen. Jetzt sehen wir aber, dass es noch weiter ging. Groß, denn diese Verprügelung, ne, am Bus, ne, bam, 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 da sagt auf einmal einer vom Produktionsteam, The Rock, die Show ist vorbei. Und dann dachten die, The Rock, ja, alles klar, ich gehe nach Hause, Hollywood und so. Nee, dann sagt The Rock, das ist mir doch egal, der macht einfach weiter. Das sieht man jetzt noch, er kloppt weiter mit dem Gürtel drauf, Abgürtel, Action, auch hoch, 10. Und dann nochmal der Raw-Rückblick, es war ja auch die große Nummer, deswegen können sie das auch gerne nochmal zeigen, weil das ist das, über die in jeder Rede. Es redet keiner über New Catch Republic, sondern darüber. Jetzt kriegen wir von Paul immer noch eine kurze Botschaft. Der sagt, was gewesen ist. The Rock hat das ja nur gemacht, weil der Tribal Chief das so wollte. Aha, neu gelernt. Interessant. Dann schwecken sie rüber zum Jimmy. Jimmy sagt, ja, und der Jey Uso kriegt jetzt auch Knüppeldicke, denn jetzt gibt's nämlich Jey Uso gegen Solo Sikoa, damit er gar nicht erst bei WrestleMania antreten kann, der Jey. Das hat auch der Tribal Chief befohlen. Und Solo sagt das dann auch nochmal. Und das war unser Bloodline-Rock-Cody-Segment für SmackDown. Ja, ein bisschen wenig, ne? Ich finde, dass der gute Roman sich gerne hätte blicken lassen können, 2 Wochen, beziehungsweise in der vorletzten SmackDown-Episode vor WrestleMania. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Und ich finde auch, dass Roman, der wirkt nicht so heiß wie The Rock, weil The Rock die letzten Wochen echt viel Feuer da reingeknallt hat und oft da war. Also The Rock ist der absolute MVP, wenn es darum geht, Star Power in dieses Match zu bringen, für mich persönlich. Und ein Roman Reigns, der flacht dagegen schon ein bisschen ab. Es wird erzählt, dass die ganzen Anweisungen von Roman Reigns kommen. Ja, wenn das alles ist, was du hier diese Woche erzählen möchtest, rund um dieses Titelgeschehen, ja gut, das ist mir persönlich ein bisschen dünn, aber ich nehme es nächste Woche Solo gegen Jey. Ich glaube, wir wissen schon, dass der Jey das wahrscheinlich gewinnen wird oder dass irgendeine Interference-Scheiße kommt, aber es ist nicht so heiß. Fun Fact übrigens, seitdem Solo gegen John Cena gewonnen hat, hat er eine Losing Streak von, ich glaube, 28-0 oder so. Er hat seitdem kein Match mehr gewonnen. Da soll noch mal einer sagen, dass ein Sieg gegen John Cena einen nicht overbringt oder so. Naja, ja. Ich nehme so viel vorweg. Ich glaube, dass die Losing Streak auch nächste Woche noch anhält, oder Marcel? Ich denke auch, oder? Das ist ja interessant. Und John Cena konnte danach ja auch wieder reden, haben wir auch schon erfahren, ne? Und bei der Oscar-Verleihung konnte er auch nackt rumrennen, das haben wir auch schon erfahren. Das hat ihn dann auch nicht gestört. Anderes Thema, aber Solo Sikoa, natürlich wird er das verlieren. Aber das hast du noch letzte Woche gewollt. Ich habe gesagt, letzte Woche, das ist kompletter Stillstand. Und das kann sogar sein, dass wir letzte Woche schon Cody und Roman Reigns zum letzten Mal gesehen haben. Heute war gar nichts dabei. Und da hast du gesagt, ja, dann soll er wenigstens die Bloodline durchspielen. Ja, jetzt spielt er noch die Bloodline durch. Will ich aber auch nicht sehen. Also Solo Sikoa, wahrscheinlich nach dem Match dann wieder verprügeln und yay. Und dann, ja, vielleicht kommt dann Donnerstag Rock raus und dann haben wir da so einen Stare-Down, aber ich glaube, an großer Action oder großes Storytelling passiert dann leider gar nichts mehr. Umso schöner war das mit The Rock, aber ich sage das Gleiche, was ich auch bei Raw gesagt habe, The Rock gegen Cody Rhodes ist nicht das Match und das wird es auch vielleicht nie werden, vielleicht ja, vielleicht nein. Und dann Seth Rollins, lass nicht über Seth Rollins reden, denn das macht keiner, der ist übrigens auch im Match dabei. Oh, der ist auch total abgeflacht. Ja, wie gesagt, The Rock ist der absolute MVP in diesem Ding und Cody ist halt der zweite MVP. Der Rest ist total abgeflacht. Und als ich gesagt habe, lass die Bloodline durchspielen, da hätte ich mir halt gewünscht, dass ein Roman Reigns in den Shows ist, dass er zum Solo geht und sagt, hier Solo, mein Kind. Jetzt hau dem Jey da mal richtig auf die Fresse, damit der Jimmy bessere Karten hat. Das hast du halt nicht gemacht. Und ich finde, es fehlt einfach, dass so ein Roman Reigns, dass er sich zu penibel ist, hier mal bei SmackDown zu erscheinen. Was ist denn los? Du bist unser Champion. Ja. Dann komm doch bitte mal auf der Road to WrestleMania regelmäßig zu SmackDown, weil alles, was er die letzten Wochen gemacht hat, war der gleiche Scheiß. Er steht im Ring, gleiche Promo, langweilig, bisschen Brawl. Da wäre einfach mehr drin gewesen. Und wie gesagt, The Rock, der carried dieses WrestleMania-Match. Roman Reigns für mich nicht so heiß, ähnlich wie Cody. Und das ist mir letzte Woche ein bisschen aufgefallen. Irgendwie ist mir egal, wer mit diesem Titel nach Hause geht. Also mittlerweile bin ich gar nicht mehr groß auf der Cody Rhodes-Seite. Dann soll er den Titel noch ein Jahr halten. Mein Gott, ja. Es ist doch mittlerweile scheißegal. Es ist doch wurscht. Den Rekord vom Hogan hat er doch noch nicht. Jetzt lass doch mal. Lass doch den Reigns einfach gewinnen nächstes Jahr. Cody hat seine Story. Der vergisst die auch nicht. Das kriegt er schon hin.
Und dann war die Bloodline Rules wirklich nur dazu da, um zu zeigen, dass Roman Reigns auch mal fair gewinnen kann, weil das ja dann fair wäre. Ja, kontroverser naja, Take. Aber schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Soll der Cody noch den Titel gewinnen? Soll Reigns das Ding bis zum SummerSlam halten? Wie ist eure Meinung und wie ist euer Hype-Level? 1 bis 10, stuft das ein. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Schreibt es in die Kommentare und lasst uns drüber diskutieren, wie heiß dieses Titelmatch ist. Ja, Chris, ich möchte den Zweifel noch mal mehr sehen. Ich bin ja auch so ein Meinungsmacher hier als Podcaster. Letzte Woche war das noch so eine wirre Idee. Jetzt diese Woche, nach dem Raw-Segment. Wie ist denn das? SummerSlam, Cody Rhodes gegen The Rock, braucht das den Gürtel? Ich sage es nur. Also Roman Reigns, du schaffst das. Also wirklich, der nächste Rekord ist deiner. Und dann freuen wir uns alle. Und dann, nee, ich acknowledge den nicht, aber ich weiß, was er geleistet hat. Und wunderbar. So, du hast gerade gesagt, langweilig. Und dann kommt ein Brawl. Kommen wir zu AJ Styles und LA Knight. Das ist die Überleitung jetzt an dieser Stelle. Denn AJ Styles ist bereits im Ring und wartet auf Reaktionen der Crowd. Die kommen leider nicht. Also ich denke mir das nicht aus, aber... Er wartet halt und es passiert nichts. Er sagt, er wurde zu Hause attackiert. Ja, da war ja letzte Woche, ne? Haben wir ja gesehen. LA Knight kam und jetzt nehme ich LA Knight mit zu WrestleMania, damit der ein bisschen Spotlight kreieren kann und kriegt, ja. Ich garantiere euch aber, weil ich habe Wrestling schon mal geschaut, der ist heute da. Der hat zwar gesagt, der ist heute nicht da und Nick Aldis hat gesagt, der ist heute nicht da, aber der ist heute da. Also komm doch raus. Und jetzt wird AJ Styles so ein bisschen paranoid. Eigentlich könnte der auch ein bisschen Blödian sein, ne? Wenn Angelo Dawkins nicht gewesen wäre. Vielleicht ist es ja der Kameramann. Ne? AJ Styles, LA Knight, bist du das? Und dann zieht er den Kameramann halb aus. Nee, ist er nicht. Einer im Publikum, der wird abgeführt. Der konnte gar nichts dafür. Der ist es auch nicht. Nee, AJ Styles möchte keine Spielchen. Und dann... ist da auf einmal, steht neben dem Pult einer von der Produktion mit Brille und schwarzer Weber-Mania-Cappy, nur ohne Weber-Mania-Aufdruck. Und es ist, ich hab's ja groß aufgeschrieben, LA Knight, 4 Ausrufezeichen, what? 2 Fragezeichen, so habe ich mir das aufgeschrieben. Richtig spannend, denn auf einmal ist AJ Styles da. Und dann wird wieder mal heute, ohne ein Match, weiter rumgebrawlt. Das ist heute Thema der Show. LA Knight will immer noch, also der will schon wieder abstuhlen. Das ist sein Ding. Das ist der große Moment, dass er bei WrestleMania abstuhlen darf, denn heute kriegt er es wieder nicht hin. AJ Styles rennt wieder weg. Ich weiß nicht, warum der heute da war. LA Knight sagt, renn ruhig weg, denn bald ist ein Match. Und die Crowd so, yeah. Yeah. Ich hab das jetzt vielleicht ein bisschen unfair erzählt, aber bist du gehypt auf dieses Match? 0,0. Holt mich gar nicht ab. Auch diese Story, ich meine, du hast letzte Woche echt was Cooles probiert. Ich fand das Stilmittel mit, du besuchst AJ Styles zu Hause, das war ganz nett. Aber irgendwie ist das Ding nicht heiß und ich frag mich, was diese Stuhlgeschichte soll. Dann machst du doch zu einer Stipulation, das machst du vielleicht nächste Woche, aber das hättest du mir dann von Anfang an erzählen sollen, weil es geht doch nur darum, abzustuhlen. Das machen beide. Beide wollen abstuhlen, beide wollen sich zerfetzen und dann musst du hier auch eine Stipulation reinbringen. Und das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, das macht es dann noch ein bisschen interessanter. Ne? Also so eine Stipulation, wo dann zum Beispiel ein LA Knight mit einem Mikro attackieren kann. Wow. Das war schwierig, mit einem Mikro attackieren kann. Es ist 7:52 mit mir, weil ich jetzt um diese Zeit aufnehmen wollte. Es tut mir leid, Chris. Der geht auf alles gut. Alles gut. Es gab mal so einen Clip, da hat er bei Solo so auf den Kopf gedotzt und sagt, yeah, Butz, yeah. Sowas kannst du dann reinbringen, das macht das Mikrofon Match wahrscheinlich. Match. Ja, das macht es ein bisschen unterhaltsamer. Das wäre gar nicht so schlecht. Ansonsten ist das Match bei mir leider auch nicht so heiß. Ich habe einfach so ein bisschen vor Augen, was man mit LA Knight hätte machen können in Richtung WrestleMania und dann ist das schon ein bisschen dünn. AJ Styles, komm, ich sag was Positives. Der ist in unfassbarer Shape. Also dafür, dass er sich in seinem Alter nochmal so in Form gebracht hat, Jesus Christ, das ist ein positiver Wink. Ansonsten wieder so ein Ich-geh-Pipi-mach-Match. Es holt mich nicht ganz ab, leider. Ja, mich halt auch nicht. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, weil die Charaktere nicht so dargestellt wurden, wie ich mir das erhofft hätte. Also es ist ja eine persönliche Fehde. Auch das, ich hatte letzte Woche gesagt, das, was die ja gemacht haben bei AJ Styles zu Hause, das war super. Und es ist mal interessant, dass man mit sowas experimentiert, das war toll. Aber das hätte ich mir lieber bei Cody und Roman Reigns gewünscht, statt so ein komisches, wir sind im Ring und reden über die Nummer 2 im Wrestling. Und so brutal die Fehde eigentlich auch sein soll, ist sie es nicht. Also AJ Styles kommt immer, LA Knight kommt wieder, dann verstecken sie sich voreinander, dann passiert da nichts. Und es wird auch nicht persönlicher. Und ich finde LA Knight nach wie vor nicht so over, wie viele das meinen. Die Leute schreien halt gern und bejubeln den. Aber ich glaube nicht, dass das der Star für die Zukunft ist. Und AJ Styles, gut, er wird auch nicht jünger. Und die WrestleMania-Matches, wir haben es letzte Woche thematisiert, sind ja auch nicht von AJ Styles die Kracher gewesen. Also erwarte ich da auch nicht so viel. Und dann juckt mich das relativ wenig, wer da gewinnt. Ein Chairs-Match irgendwie, ja, das würde ja jetzt passen. Vielleicht kann man das nächste Woche noch als Stipulation machen. Oder ein Match, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, wer als erstes mit dem Stuhl zuschlägt, gewinnt oder so. Das wäre ja nochmal, dass du im Match zumindest irgendwas erzählen kannst, das wäre interessant. Aber ansonsten, so wie es jetzt gelaufen ist, wäre es mir lieber gewesen, wenn ich Logan Paul in einem Ladder-Match gemacht hätte, statt bei den Tech-Teams, dass man da gesagt hätte, Randy Orton rein, Kevin Owens rein, AJ Styles rein, LA Knight rein.
Weil diese ganze Geschichte zwischen denen untereinander war ja auch durch dieses Fatal 4-Way gegen Roman Reigns, das war ja schon alles aufgebaut. Da hätte man noch weiter mehr erzählen können, dann wäre AJ Styles nicht so in dieser einzelnen Rolle, die er jetzt gerade wahrnimmt, auch ohne seinen Club. Warum sollte ein Heel auf einmal sein Stable hinter sich weglassen? Das war ja von vorne bis hinten blöd. Das wäre in so einem Ladder-Match oder so einem Multiman-Match, hätte man das besser verstecken können und dann wäre LA Knight vielleicht der große Entthroner von Logan Paul gewesen. Oder eher, das habe ich ja lange überlegt, dass LA Knight der ist, der gegen Logan Paul antritt. Das hat man dann doch nicht so gemacht. Und jetzt haben wir halt zwei Matches eigentlich, die ich nicht so sehr sehen will. Wir haben es gerade schon gesagt, das Triple Threat Match hätte ich auch lieber als Einzelmatch gehabt. Deswegen bin ich nicht so gehypt. Halt ja, ich auch nicht. Ich hätte auch lieber das Ladder Match genommen. Und man muss ja ganz ehrlich sein, ich meine, AJ Styles und LA Knight, der wird bejubelt. Ja, alle rufen das hier mit. Das ist auch was Cooles. Aber was macht der im aktuellen, jetzt gerade TV-Produkt von der WWE, was ihn overbringt? Ich meine, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen, dass es momentan einfach nicht so heiß ist. Der hat halt einfach irgendwann vor einem halben Jahr mal diesen State erreicht, wo alle mitjubeln und das zieht sich halt sofort. Aber das wird auch nicht ewig gut gehen und der wird immer mehr abflachen und wenn du halt nichts bringst, dann ist es leider irgendwann so, dass er irrelevant wird. Und das wäre halt anders, also es wäre vermeidbar gewesen, wenn er halt so einen US-Title gewonnen hätte. Vor allem nach dem, was du mit der Story mit Roman Reigns gehabt hättest, hätte sich halt angeboten. Dann hättest du einen, der erst gegen Roman Reigns geht ins Ladder-Match. AJ Styles geht gegen Roman Reigns, verliert, geht ins Ladder-Match. Das wäre irgendwie so ein cooler Aufbau gewesen. Plus andere, die sich von der anderen Region von wir sind nicht im Title-Picture hochkämpfen. Das wäre dann so Leute, die WWE-Titel verloren haben, Leute, die sich hochgekämpft haben, das hätte gepasst. Und dann wäre halt noch der Champion mit Logan Paul da. Das wäre ein cooles Ladder-Match, ein cooles Multi-Man-Match gewesen. Die Chance hat man leider bei dieser WrestleMania verpasst. Und das wäre ein großer Moment, vielleicht der größte in der Karriere von LA Knight gewesen. Schade. Schade, WWE. So haben wir leider zwei Matches, die nicht ganz hot sind. Hättest du lieber eins draus gemacht, was dann richtig abreißt. Aber gut, Schwamm drüber. Ja, ist halt da, ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Vielleicht hat man das Ladder-Match nicht gemacht, weil man beim Tag-Team das schon machen wollte. Weil die auf Teufel komm raus alle möglichen Tag-Teams der Welt zur WrestleMania booken wollen. Und deswegen ging es dann nicht mehr anders. Ein bisschen schade. AJ Styles, auch diese Sache mit Randy Orton oder so, hat er auch vergessen. Ne? Also er ist jetzt nicht mehr hinter Randy Orton her, weil alle zusammen gegen Roman Reigns verloren haben. Das ist die Begründung wahrscheinlich. Also ich mag es nicht so sehr. Und ich befürchte halt auch, dass sie mich im Match nicht überzeugen werden. Also ich habe da ein ganz ungutes Gefühl leider. Naja. Sehr gutes Gefühl hingegen habe ich bei der folgenden Frau. Kurz vor dem Main Event sehen wir jetzt noch einen Clip zu Tiffy. Tiffy Time, Tiffany Stratton, sie ist am Pool. Es ist nicht so einfach, wie sie es aussehen lässt, sagt sie uns. Es glitzert, da ist Perfektion dabei. Und dann sehen wir so alte NXT-Bilder noch eingespielt, ne? Mit Daddy's Little Rich Girl. Das waren die ersten Bilder, die wir von Tiffany Stratton damals gesehen haben. Toodles, ja, das fand ich ganz gut. Aber ich meine, war jetzt auch nichts Großartiges. Und bei WrestleMania wird sie halt auch keinen Spot finden, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, behaltet ein Auge auf die Road nach WrestleMania, weil wir da, glaube ich, mit ein paar neuen Superstars eine gute Zeit haben werden und Tiffy wird eine davon sein. Also wenigstens nach WrestleMania wird es dann hoffentlich ein bisschen vorwärts gehen. Ja, nächste Woche geht es auch ein bisschen vorwärts. Jetzt kommt die Show. Also es wird nicht gesagt, nächste Woche WrestleMania Smackdown. Man hat es nicht gesagt. Also entweder man hat es noch nicht so entschieden oder es heißt wirklich nicht so. Nächste Woche. Der kleine André wird verteidigt, also André the Giant Battle Royale. Extremely Special Edition der Kevin Owens Show, so wird es gesagt, mit Randy Orton als Special Guest. Selina Vega gegen Elektra Lopez. New Catch Republic gegen Grayson Waller und Austin Theory, was auch immer das ist. Das ist so ein, wir sind beide jetzt im Match drin und deswegen kloppen wir uns vorher schon ein Match ohne Koexistenzen. Und, was ich schon gesagt habe, Jey Uso gegen Solo Sikoa. Habe ich mir auch gedacht, wofür unterschreiben die eigentlich ständig Verträge? Jade Cargill hat heute einen Smackdown-Vertrag und Jey Uso kommt einfach und hat ein Match bei Smackdown. Okay, nehme ich so hin. Aber nächste Woche voll bepacktes Programm bei vielleicht WrestleMania Smackdown, vielleicht auch nicht. Was sagst du dazu? Oh, ich finde, das ist eine ganz üble Aussicht für die nächstwöchige Smackdown. Jimmy gegen Solo. Ist klar, wer gewinnt. Dieses Tag-Team. Wen interessiert's? Ihr seid eh beide im scheiß Ladder-Match. Warum verkloppt ihr euch eine Nacht vor WrestleMania? Da sind doch alle anderen Teams, die in dem Ladder-Match sind, viel, viel schlauer. Ganz ehrlich, die schonen sich. Ja. Die sind am nächsten Tag ausgeruht, gehen in das Ladder-Match und ihr Dödel, ihr haut euch da auf die Fresse. Ich kann jetzt schon den Blödian für die nächste Woche eigentlich auserkoren. Ist halt nur die Frage, welches der beiden Teams es sein wird. Dazu dann nächste Woche mehr, also wieder einschalten. Ja, und der André, da können wir drüber reden. Wer ist denn da so möglich drin, der das Ding gewinnen sollte? Das ist wirklich so ein bisschen der Pokal, den irgendeiner gewinnt, aber am Ende des Tages interessiert es überhaupt keinen. Oder hast du da irgendeine Idee, Marcel? Omos ist groß. Wer soll den denn rausschmeißen? Sucht euch aus, auch was für die Kommentare. Wer gewinnt die André the Giant Memorial Battle Royale? Und wie lange trägt, das ist spannender, wie lange trägt er den Pokal mit rum, bis er ihn irgendwann nicht mehr mit rumträgt, ohne dass irgendwas dazu gesagt wird? Sucht's euch aus. Wir sind beim Main Event. Lass über den Main Event reden, das ist jetzt auch ganz wichtig. Match of the Night für mich, mangels Alternative. Bianca Belair gegen Dakota Kai.
So, Dakota Kai zieht während des Matches an den Haaren, das ist verboten, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich nichts anderes aufschreiben wollte. Match ist länger als nötig angesichts der Kräfteverhältnisse. Also bei 2K, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber da ist ja, Dakota Kai stinkt komplett ab. Ich glaube, Bianca Belair eine 95 oder so, geht zu lange. Und jetzt, oh, da weiß ich jetzt nicht, da kannst du ja gleich mal was zu sagen. Wir machen jetzt einen Suplex, Bianca Belair ist auf dem zweiten Seil, ne? Kein Superplex, weil wir sind was im Ende, wir wollen nichts riskieren. Macht den nach hinten und dann geht die ganz nasty auf den Nacken. Die landet dann auch so hinten in der Position, so die Füße hinterm Kopf und so. Bleibt da auch ein bisschen, bleibt kurz liegen, schüttelt sich die Finger und so ab. Es scheint zu gehen. Macht dann KOD dann auch wunderbar Ende Gelände. Aber war das so ein Ding, wo wir Angst haben mussten, dass da irgendwas mit dem Nacken war, oder war das einfach nur gut gezählt? Oh, ich glaube, dass man da ein bisschen Sorge haben muss, dass es auf den Nacken geht. Ich meine, jeder Move ist prinzipiell eine Verletzungsgefahr und auch einen Mini-Superplex, nennt wie ihr es nennen wollt. Das ist natürlich eine Gefahr und wenn sie da doof landet, du kannst bei jedem Move doof landen, dann ja, kann da auch gerne Ende Gelände sein. Ich finde dieses Fingerchecken, das ist immer so ein Zeichen dafür, ob du, damit checkst du halt, ob du noch am Start bist, ne? Ganz viele Wrestler, die tippen einmal alle Finger ab. Müsst ihr mal drauf achten, wenn die irgendeinen ekligen Bump nehmen, tippen die alle Finger ab, um zu gucken, ob Gehirnerschütterung, bin ich noch da, bin ich irgendwie knocked out. Das hat ja noch geklappt und danach noch ein KOD durchzuziehen. Ich würde mir jetzt einfach mal keine Sorgen machen, dass sie raus ist, aber grundsätzlich, klar, wenn sie sich da schon checkt und so ein bisschen mit ihrer Erfahrung und Ring-Awareness gucken muss, ey, bin ich noch richtig im Match, dann ist das natürlich ein Indiz dafür, dass sie sich prinzipiell verletzen könnte, wird nicht davon ausgehen, weil sie eben danach auch noch weitergemacht hat. Naja, eben, es geht danach nochmal weiter. Und in dem Spot, in dem Match, wäre es eigentlich gar nicht sinnvoll gewesen, wenn man da irgendwas verkauft hätte, weil sie macht ja den Move und was will sie damit erzählen? Also sie ist einfach blöd aufgekommen. Man sieht auch nicht den Impact, weil Dakota Kai in der Kameraperspektive davor landet. So gesehen eigentlich ganz gut produziert und sie kann dann auch aufstehen. Also kurzer Schockmoment, aber nichts passiert. Aber jetzt kommt ein Schockmoment und passiert was? Denn Pin 1-2-3,1. Bei 3,1 Matches zu Ende kommen jetzt die Kabuki Warriors und verprügeln Bianca Belair. Naomi kommt wie versprochen. Aber sie kommt halt zu spät. Es ist halt Naomi. Und für jede Woche bringt es nichts. Eigentlich könnte Naomi auch wieder die Blöde an der Woche sein. Sind viele gewesen. Ne? Also Naomi kriegt nicht hin. Jetzt haben wir 3-2. Das ist unfair. Und jetzt kommt nicht Bailey. Hätte ich jetzt gedacht. Also das ist jetzt der Spot für Bailey. Nee, Bailey ist heute gar nicht da. Die bereitet sich vor im Trainingslager in Mexiko oder so, in den Bergen. Weiß ich nicht. Denn jetzt kommt Jade Cargill. Und das war sehr interessant. Jade Cargill kommt jetzt rein. Die hat es auch gar nicht eilig. Die rennt jetzt nicht so rein und will helfen, sondern sie ist einfach, die ist da. Sie marschiert ganz langsam zum Ring. Zack, räumt auf, macht alle platt. Io Sky zum Glück nicht. Das hätte ich, aber Io Sky ist da schon gar nicht mehr da, sondern die anderen. Ich weiß nicht, warum sie nach ihrem Move Kairi Sane pinnt. Ich glaube, das war so eine Reaktion, weil sie, der Move, der geht immer in Pin über. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber es sah auch ganz cool aus. Die Guten haben gewonnen. Yay, es wird nochmal fleißig aufs WrestleMania-Zeichen gezeigt. Obwohl keine von denen ein Match hat bei WrestleMania, aber das passt schon. Alles ist wunderbar. Glückwunsch an Jade Cargill. Du bist jetzt die Nächste im Bunde, die es mit Damage Control aufnehmen kann. Und vielleicht schaffst du es ja diesmal. Das ist ganz schön. Aber ansonsten natürlich hier Wärmepumpe der Woche für mich ganz klar Jade Cargill. Habe ich auch. Wir sind uns diese Woche, glaube ich, in jedem Punkt einig. Das haben wir auch selten. Ja. Auch bei Match of the Night, was soll ich da groß zu sagen? Also das war mangels Alternativen das beste Match diese Woche. Ja, das ist es halt. Ja, Jade Cargill, oh, ich weiß nicht. Das sah irgendwie wrestlerisch noch nicht so clean und noch nicht so smooth aus. Ich bin gespannt, wie es im Match sein wird. Ansonsten, ja, Bailey ruht sich aus. Die hat nur dieses Backstage-Segment. Ich finde, da hätte man mehr mitmachen können und es war Standard. Und ich möchte jetzt was sagen und ich möchte nicht, dass mir irgendeiner die Worte im Mund verdreht, weil das kontrovers wirken könnte. Oh. Aber es ist wieder drei dunkelhäutige Frauen, wenn du Dakota als Japanerin zählst gegen drei Japanerinnen. Es ist dieses stereotypische Denken der WWE und es fuckt mich ab. Es fuckt mich einfach ab. Weil du darfst auch gerne mal ein bisschen mischen. Warum nicht irgendeine Japanerin holen? Es ist gerüchtet, dass Sarai zurückkommt, die bei NXT war. Bring die doch da rein, dann soll die Damage Control kaputt machen. Aber dieses Stereotypische von der WWE, es fuckt mich ab. Und ja, jetzt hast du die drei zusammen, okay. Aber was mich hieran besonders stört, eine Jade Cargill, die hat 0,0 zu tun mit dieser Story. Die hat 0,0 zu tun mit einer Naomi und mit einer Bianca. Und die ist eher so eine hochnäsige, abgehobene Frau. Warum sollte die da rausgehen und denen helfen? Es macht für mich einfach keinen Sinn. Nur weil alle drei dunkelhäutig sind, musst du das nicht zu einem Tag-Team machen. Und das ist ein Punkt, den ich einfach kritisieren will, weil ich finde, dass man da auch so ein bisschen out of the box denken kann. Und da hätte die WWE storytechnisch was Besseres bringen können. Das nur so als Punkt hierzu. Ja, Match wird kommen. Ich glaube, das soll einfach bitte das Ende dieser Damage-Control-Fehde sein. Und dann bin ich da auch fein mit, weil für mich ist das auserzählt, ich will da nicht mehr sehen und dann, machen sagt zu. Gut für Jade Cargill, dass sie in einem Tag-Team-Match ist, da kann sie glänzen und gleichzeitig eigentlich nicht verkacken, weil
wenn es halt nicht läuft, Tag und gut ist. Ja, es bleibt spannend. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Also erstmal mit Bailey, ja klar, die war ja da, die hat ja Iosca, also vergesst das mit Mexiko. Dass das drei schwarze Frauen sind, ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, aber in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich kommen, dass das dann stable ist, wenn es überhaupt eins wird, ja, zwischen farbigen Wrestlerinnen und bei den anderen, ja, die Japanerin, gut, Dakota Kai ist jetzt aus Neuseeland, aber klar, sie gehört irgendwo dazu und die sprechen da japanisch untereinander und alles, also es ist in Japan, Japan, Mexiko, England, schwarz. Schwarz zweimal mit Bobby Lashley und so. Und dann haben wir noch Final Testament, wo wir gar nicht wissen, was das ist. Es ist Stereotyp, aber Wrestling ist halt Stereotyp. Wäre mir auch anders lieber, aber so ist es halt im Moment. Dann zu Jade Cargill selber, also heute definitiv Wärmepumpe. Dass sie jetzt in dieses, ja, warum soll sie, jetzt wo du sagst, warum soll sie mit Damage getrennt, warum soll sie damit überhaupt irgendwas machen? Okay, aber offensichtlich ist es so, dass jede Frau auf Spector und das irgendwie machen muss. Nehme ich jetzt mal so hin. Ich glaube auch, dass das der Grund dahinter ist, dass man auch so lange gewartet hat. Ich denke, das wird jetzt ein Match, Six-Man-Tag, das bietet sich ja an. Weiteres Pipi-Match, so ist es halt leider, weil auch das interessiert mich noch nicht. Und es ist nicht mehr viel Zeit, dass es mich interessieren könnte. Und ich denke, der Grund dahinter, ich kann ja nur spekulieren, aber der wird dann schon sein, dass man gesagt hat, Jade Cargill ist die Frau der Zukunft, wir müssen hier nichts überstürzen. Und sie ist vielleicht noch nicht in der Lage, ein WrestleMania-Match mit Bianca Belair oder so zu worken, das dann auch überzeugend rüberkommt. Vor allem, sie muss ja nicht nur überzeugen, sondern sie muss ja während des Matches auch weiterhin den Mythos, den sie hat, bewahren. Also es darf auf keinen Fall ein Match sein, was so, ah, okay wird, dann ist sofort vorbei. Dann sagen die ja, okay, Jade Cargill ist die Nächste. Es muss ja irgendwas sein, wo sie wirklich kommt und to the moon und die Sterne küsst quasi. Und da ist dann ein Einzelmatch wahrscheinlich zu riskant. Ich denke, das wird die Überlegung gewesen sein. Und dann in so einem Tag-Team-Match ist natürlich besser. Sie kommt rein, macht ihre Moves, haut die platt, gewinnt das Match alleine, schmeißt nochmal Nia Jax raus, die warum auch immer kommt. Und dann hilft das der Jade Cargill mehr, als wenn sie so ein Einzelmatch hätte. Und dass sie auf die Card gehört, ist ja auch klar. Die WWE will Geld mit ihr machen, also bringen sie auf die große Bühne. Und so ein Match, wir hatten ja ein ähnliches Match auch letztes Jahr gehabt mit Damage Control. Es juckt uns nicht so sehr. Ja, aber auch das gehört zu einer 4-Stunden-Show dazu, wenn es am Ende 4 Stunden sind und du hast 20 Minuten, 25 Minuten für sowas. Das klingt immer abwertend, Pipi-Match ist es ja auch. Aber es ist gemeint im Sinne von, das ist halt das Match, was die Zuschauer ein bisschen runterholt. Dass die Zuschauer so ein bisschen sagen, okay, gleich ist der Main-Event und so. Das gehört zu einer Card dazu. Und wenn ihr schon mal eine Show gesehen habt, wo 4 Stunden durchgepowert wird, dann wisst ihr, wie müde ihr am Ende seid und beim Main-Event keinen Bock mehr habt. Deswegen gehört das dazu und hat seine Berechtigung. Will ich gar nicht zu sehr meckern, Chris. Ja, du hast was Wichtiges gesagt. Das gehört auch dazu. Und so Matches muss es auch geben. Du kannst nicht 4-5 Stunden am Stück Top-Matches haben, die komplett Highfly und Brainfuck irgendwas sind. Das muss nicht sein. Es ist total fein, dass solche Matches auf der Card sind. Und das, was ich am meisten kritisieren möchte, ist der Aufbau. Ich verstehe halt nicht, warum eine Jade Cargill, die wirklich so ein hochnäsiges Gimmick hat, sich jetzt dazu runterlässt, in so ein Tag-Team-Match zu gehen. Warum sollte die nicht direkt mit ihrer Attitude auf einen Titel gehen wollen? Dass du das nicht machst vor WrestleMania, okay, alles gut, aber das müsste doch das Denken von der Jade Cargill sein. So verstehe ich ihren Charakter. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr ihren Charakter seht, das interessiert mich. Ansonsten, ist das Match noch nicht bestätigt? Ich habe mir aufgeschrieben, also doch, Cargill direkt mit Mania-Match? Ich glaube schon. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das so oder so kommen wird, oder? Also spätestens nächste Woche wird das confirmed werden und dann haben wir es bei WrestleMania groß. Also nach dem Royal Rumble direkt als richtiges Match-Debüt bei WrestleMania, also da kann man sich nicht beschweren, die wird auf jeden Fall gut eingesetzt und auch hier Fingerzweig an AEW, man zeigt, dass die Leute, die von AEW rüberkommen, geiles Showing bekommen und dass sie sich zeigen dürfen. Das ist, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, dass das auch bei vielen Talents bei AEW auffällt. Und von daher macht die WWE hier einiges richtig und ich glaube, dass das der richtige Weg ist, eine Jade Cargill auch in die Shows zu bringen. Und deswegen gewinnt MJF die Andre the Giant Memorial Battle. Mein Take nehmt es hier. Jade Cargill für uns beide Werbepumpe der Woche, also großartiger Entrance. Ich glaube, sie wollte sich einfach zeigen. Sie wollte nicht, dass die Leute sagen, warum kommt hier am Ende nicht? Sie hat sich nochmal gezeigt. Vielleicht hätte sie am Ende, als sie auf Zeichen gezeigt haben, vielleicht hätte sie da noch einen Schritt vorgehen müssen und dann selber zeigen und die der anderen beiden dahinter. Das wird ja dann dazu führen, dass daraus dann die Fehde mit Belair entsteht. Wahrscheinlich. Also spinnen wir ein bisschen weiter und dann ist das schon in Ordnung. WrestleMania wird in Ordnung sein. Alles, was wir heute kritisiert haben, ist unsere Meinung für diese Show. Das hat aber wenig Bewandtnis für WrestleMania, ich habe es gesagt, also AJ Styles gegen LA Knight, dem geben wir eine Chance, wir gucken uns das an und sagen hinterher, wie es uns gefallen hat. Aber wie hat dir denn diese Show gefallen? Das ist jetzt noch die letzte Frage, Tierlist ist noch offen, ansonsten sind wir uns ja einig in den Awards. Also ich gebe dir direkt vorweg mein Tierlist-Einordnungspunkt, das ist eine brauchbare Show gewesen. Es ist ein bisschen was passiert, du hast natürlich 2 Tag-Teams in das Ladder-Match gebracht, und Logan Paul hat die Story fortgeführt. Ansonsten war auch wieder ein bisschen, ja,
Ja, ein bisschen Luft dazwischen. Also die LWO Wolfpack, das wird bei mir nicht mehr heiß werden. Judgment, so heißen die gar nicht, wer heißt das? Final Testament wird bei mir nicht mehr heiß werden. Das sind so Punkte, die könnte man für mich streichen. Styles gegen LA Knight wird nicht mehr so heiß werden. Aber die Frauen am Ende, ich finde es cool, dass man mit den Frauen weiter Main Event macht. Also wenn The Rock und Roman Reigns nicht da sind, waren es die letzten Wochen immer die Frauen, die dann das Ding beendet haben. Und von daher ist das ein guter Fingerzweig. Ja, ansonsten war es eine brauchbare, wenn aber auch nichts mehr. Also es war nicht mehr als brauchbar und das ist so mein Resümee für diese Woche. Hast du da eine andere Meinung, Marcel? Nö, gehe ich mit. Also wir hätten mehr haben können in der letzten Smackdown, vor der letzten Smackdown, die wahrscheinlich dann schon eine Spezialausgabe wird. Ja, aber es ist auch jetzt nichts Unerwartetes passiert so, ne? Also ein paar Sachen weiter aufgebaut, ein neues Match oder zwei neue Matches auch mit LWO und Bianca Belair am Ende die Geschichten neu erfunden. Zwei Matches, die ich aber auch nicht wirklich brauche, aber so ist es dann halt. Wir machen noch irgendwann mal ein Mustache-Melzig-Shirt mit einem Fingerzweig, wo dann so ein Pinocchio-mäßig dann sowas rauskommt. Das ist, glaube ich, jetzt ein neues Gimmick, das machen wir als nächstes. Ich finde es schön, dass wir darüber geredet haben, denn wir sind am Ende unserer dieswöchigen Smackdown-Ausgabe. Ja, Review by Spotify bleibt uns treu, definitiv. Guckt uns auch viel auf Twitch zu, da passiert das ganz schön viel die nächsten Wochen. Ganz, ganz viel. Spotify.de heißt der Twitch-Kanal von uns, macht das, definitiv. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, weil ich vergessen habe, liegt an mir. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist der Tag, an dem wir uns über New Catch Republics WrestleMania-Einzug freuen. Ja, das freue ich mich auch sehr. Haben sie wirklich gut gemacht und DIY ist ja auch schon drin, freut mich auch richtig gut. Nee, heute ist zum einen Kar-Samstag, also schon mal vorträglich frohe Ostern. Ich weiß nicht, ob das Unglück bringt, aber feiert schön. Ja, Raw machen wir natürlich Dienstag direkt weiter, aber bis dahin habt ihr zwei Tage frei. The grass is always browner on the other side of the fence day. Heißt auf Deutsch, anderswo ist auch scheiße Tag. Ja, sag das mal CM Punk mit dem Gras und so. Das wollte ich noch gesagt haben. Das ist der Tag für heute. Ich habe aber auch nicht mehr zu sagen. Ganz schlechte Abmoderation. Ich weiß das, deswegen machst du das besser. Ich sage nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, Freunde, es hat mich wieder gefreut, mit Marcel als Face hier kommentieren zu können und moderieren zu können. Es war Spaß. Es hat viel, 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 viel Laune gemacht und auch in Richtung WrestleMania. Viel Spaß gemacht. Nächste Woche wird heiß. Nächste Woche wird sehr heiß. Checkt alles aus, was wir machen. Es kommt Fantasy Booking, Raw Review, NXT Stand and Deliver, zwei Nächte WrestleMania, SmackDown ist natürlich am Start. Twitch, alles abchecken. Es wird eine großartige Woche. Wir werden viel Spaß gemeinsam haben und mit diesem Fingerzweig schicke ich euch in die WrestleMania-Woche und sage Tschüss, habt schöne Ostertage und eine schöne Woche.